Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollten. Dabei ist es gar nicht so lange her. Aber wir wollten wieder zurück. Gerade erst ins Spiel reingekommen, erstmal speichern. Hier hinten kam man ja nicht lang, ne? Ne, die Fertigkeit zu gering, schade. Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. Ja, ich denke schon. Gerade weil ich glaube, die geht, die nehmen, denen ist das egal, ob wir sie vorwarnen oder nicht. So, dann fahren wir doch mal wieder schnell zurück. Da sehe ich schon auf der Karte, da warten wieder ein paar Gegner auf uns. Na, verdammt. Aber mit Marco ist das alles gar kein Problem. Verdammt. Ja, so viel dazu, dass das ja gar kein Problem für uns ist. Das ist ja laut, ey. Verstehe ich immer gar nicht, warum die Leute oder die Allianz so große Probleme mit den Geht hat. Wenn hier drei Leute das einfach so hinkriegen mit einem so ein, naja, Einsatzfahrzeug. So. Naja, Mikro noch ein bisschen gerichtet. So, jetzt bin ich... Jetzt bin ich komplett einsatzbereit. Na, so fast. Ich werde wohl meine Sitzposition nochmal ändern müssen. Das kann man, glaube ich, auch wegschießen. Na, scheinbar nicht. Aber die Kiste. Fehlgeschlagen? Warum? 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 Weil wieder Gegner sind? Oder weil ich da in der Tür drinne stand? Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Tja, wer weiß das schon. Wir sind aber nicht irgendjemand. Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Das ja aber auch keiner aufhalten kann. Aber ist ja eh alles safe hier beim Commander Shepard. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geht sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was sie während des gyllianischen Angriffs getan haben, aber solche Heldentaten brauchen wir hier nicht! Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Vorher bringe ich sie um. Schade, hier kann ich jetzt noch gar nichts auswählen. Ich mache die Messe ein Ende. Das kann ich nicht zulassen. Wir sind auch keine. Sie wird auch keiner vermissen. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los!
Tja, wenn es denn so sein muss? Lol? Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Kopf. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich kümmere mich erst um den Turianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Riskant. Aber es könnte funktionieren. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Hauptsache, da liegt ein Toter rum und alle quatschen einfach nur so weiter. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer-Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Jo, danke. Komisch, ich dachte eigentlich... Na. Ich wette, das war mal ein sehr eindrucksvoller Ort. Falsche Tasten. Dass man... Naja, mit der vorbildlichen Auswahl den am Leben lässt. Aber gut. Alles nehmen. Ist jetzt die Frage, wie viel Granaten ich eigentlich noch habe. Achso, Moment. Hier. Hä? Ach hier. Dieses Upgrade muss speziell wurden. Hat dieses Upgrade. Ja, ihr könnt es selber lesen. Hä? Hab ich das jetzt auch so? Ich hab das doch jetzt gar nicht ausgerüstet. Nee. So, jetzt. Bitte versuchen Sie, den Kolonisten nicht zu schaden. Nutzen Sie, wenn möglich, das Nervengas. Ja, wir versuchen es. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Naja, schon ein bisschen was. Danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Gibt's hier einen Waffenhändler, der mir noch ein paar zusätzliche Granaten geben kann? Wir flohen, als sie angriffen. Ich habe vorhin dummerweise eine verschwendet. Es ist bald soweit. Bitte, es ist bald soweit, nicht wahr? Vielleicht. Ich speichere nochmal. Können wir unsere Freunde ja doch noch befreien? Ich muss ihnen helfen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. Genau. Wirklich ein bisschen schwer zu fahren irgendwie. Oder ich stelle mir einfach nur dumm an, das kann natürlich auch sein. So, gibt es denn hier jetzt noch ein Paket? Mann! Ach, ich dachte schon, ich muss irgendwie darüber. Irgendwie habe ich mir das voll schlecht gemerkt hier von dem Spiel. Ey, wir haben den Team noch getroffen. Aber schön, dass mein Team hinter mir steht, egal was ich mache, ob ich da jetzt einen abknalle oder nicht, aber davon mal abgesehen. Ach so, okay, ich hab's falsch gelesen. Der Typ wollte ja uns abknallen, also. Von daher war das ja nur Selbstverteidigung. Wir hätten natürlich auch ins Bein schießen können, ins Knie. Wäre Schluss mit Abenteuer gewesen.
So, hier kommt... Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Alles klar, Commander. Kann losgehen. Ach, Moment. Genau, Kolonisten... Zurzeit verfügen sie über 100... Ich muss bald wieder was verticken. Ich könnte natürlich auch hier... Nee, kann ich nicht. Was ist denn das? Achso, das Universalwerkzeug. Okay, ich kann bei denen die Granaten gar nicht auswählen. Schade, kann nur ich machen. Mal speichern. Mal gucken, ob wir es schaffen. Das sind ja nur die Creeper, die können ja alle weg. Liara, dann legst du dich halt eine Runde hin. Mal gucken, ob wir es ohne sie schaffen. Ach, ich bin ja auch schlau. Ich hätte die doch alle mit dem Marco wegballern können. So, ich versuche jetzt mal auch so wenig wie möglich Granaten zu benutzen. Ich brauche nämlich noch welche. Ich habe auch nur 6. Ja, super. Damit habe ich schon 3 verschwendet. Sehr gut. Ja, läuft einwandfrei. Wäre natürlich prima, wenn ich jetzt irgendwo welche finden würde. Wenn wir ein bisschen näher zusammengestanden hätten, hätte man eine benutzen können. Ach so. Nicht, ob das was bringt. Ja, ein bisschen schon. Ich hab den Fernsehen. Erstmal aufleveln. So, wir haben ja... Ich hätte 1, 2, 3. Ja. 2 Punkte. Ich wollte eigentlich Panzerung und das dann gleichzeitig erhöhen. Dachte ich so. Ich könnte natürlich auch das machen, das erhöhen. Mehr Gesundheit, mehr Präzision, erhöhte Regeneration und mehr Schaden und Dauer der Talente und Angriffe. Das so? Genau, das ist doch prima. Mist, so kann ich jetzt Schaltet gar nicht sie aus! Achtung, Beschuss! Oh nee, Mann. Achtung, Beschuss! Wieso brauche ich denn nur immer 2 für 2 Leute? Das ist doch scheiße. Ich habe nur eine Granate. Mädels? Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ja, ich merk's. Könnt ihr mich mal irgendwie rauslassen, bitte? Leute? Oh mein Gott, ey. Ach Mist. Naja. Was soll's. Ich speichere hier nochmal so. Weil das andere, glaube ich, nur ein Schnellspeichern war. Dass ich hier den sicher habe und zwischendurch dann halt schnell speichern kann. Okay, das klappt nicht.
ich das anders? Bam. Bam. So, dann renne ich schnell mal hier hoch. Zack. Achtung! Achtung! Zack. Ah, Mist. Schade, ich dachte, das könnte vielleicht mit einer gehen. Ah, verdammt, falsch. Gibt es zu viel Deckung? So. Na gut, wir haben trotzdem eine mehr als vorhin. Da muss ich dann mal wieder aufleveln. Was gibt's denn hier? Nicht weiter. Na, okay. Ich würde jetzt mal noch speichern. Achtung! Beschuss! Beschuss! Genau so habe ich mir das gedacht. Jetzt habe ich allerdings trotzdem nur noch 3. Muss ich mal gucken. Ansonsten. Versuche ich mal irgendwie durchzurennen. Ich würde gerne speichern, danke. So, alle aus dem Weg. Hier kommt Commander Shepard. Das geht auch für euch. Wimmelt von ihnen bei der Boreanz. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Ah, verdammt. Den einen Granate müssen wir mal noch aufheben. Gucken. Scheiße, einer aus. Nee. Oh nee. Das war jetzt nicht so schlau. Ey, so ein Mist. Ich habe keine Granaten mehr und ich will eigentlich auch keine Kolonisten killen. Aber, ja, wie sollte ich das machen? So, dann mache ich mal die 8, die 7, die 6. Und F. Entsichert und geladen. Tja. Entsichert und geladen. Das ist halt blöd jetzt. Ich kann die nicht im Kampf benutzen. Aber ich müsste dann die Leute umschießen. Will ich halt auch nicht. Aber nützt wahrscheinlich nichts. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Ja, ich weiß. Wie haben sie den hierher gekriegt? Ich könnte sie natürlich weglocken.
weil wir ja jetzt nicht mehr im Kampf sind, und dann könnte das klappen. Oder ich renn schnell hin. Ha! Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Der chillt irgendwie mal ganz schön lange rum, der Shepard. Wo ist denn jetzt hier? Hier. Los, bevor noch einer stirbt. Schnell hier rein. Das Marco wurde als Infanteriekampffahrzeug für die Fregatten der Allianz entwickelt. Trotz der begrenzten Kapazität dieser Schiffe ist der M35 klein genug, um im Frachtraum transportiert und somit auf fast jedem Planeten eingesetzt werden zu können. Mit seinem 155 mm Massenbeschleuniger und der koaxial befestigten MG bietet der Marco sowohl effektive Feuerunterstützung für Bodentruppen als auch hohe Mobilität. Da die Marines der Allianz auf allen Planeten kampfbereit sein müssen, ist der Marco atmosphärisch versiegelbar und mit Mikrotriebwerken für den Einsatz auf Planeten mit geringer Schwerkraft ausgestattet. Der Marco wird von einer isolierten Stickstoff-Sauerstoff-Brennzelle und einem kleinen Element-Zero-Kern angetrieben. Dieser Kern kann zwar nicht die gesamte Masse des Fahrzeugs aufheben, ermöglicht aber sichere Luftlandeoperationen. Im Zusammenspiel mit den Triebwerken ermöglicht der Einsatz des Kerns zudem, dass sich der Marco selbstständig aus schwierigem Gelände befreien kann.